Welch Freude, hier ist der nun, der neue Extra 3 Podcast. Heute Energieriesen. Der testet die Markisen. Der muss gleich kräftig niesen. Und das sind Energieriesen. Was? Energieriesen kennt ihr nicht? Macht nix, erkläre ich euch. Energieriesen sind voll gierig nach Geld. Und wo kriegen die das her? Nee, nicht mit einem Banküberfall. Nee, auch nicht auf dem Straßenstrich. Und dem Stromkunden das Geld aus der Tasche ziehen? Das geht ja gar nicht. Oder, Moment, doch, klar geht das. Sogar sehr gut. Und zwar mit einer saftigen Strompreiserhöhung. Guck mal, 300%. Und was braucht man für eine prima Preiserhöhung? Na klar, Politiker-Marionetten im Bundestag. Total praktisch. Mit denen gaukelst du den Stromkunden eine super Preisentwicklung vor. Als Belohnung geben die Energieriesen ihren Marionetten später tolle Vorstandsposten. Wie für den Onkel Clement oder den Onkel Müller. Und auf die freien Posten setzen sie dann Energieriesen-Marionetten-Nachwuchs. Und schwupps, gehen die Preise noch ein Stück hoch. Und weil's voll kompliziert ist, mit Marionetten Gesetzestexte zu schreiben, machen die Energieriesen einen Trick und schreiben die Gesetzestexte gleich selber. Voll praktisch. Und schwupps, gehen die Preise noch ein Stück hoch. Sagen sich die Energieriesen, na, da ist doch noch mehr drin, in der Tasche der Stromkunden. Das kriegen wir auch noch. Ganz legal und natürlich ganz ohne Absprache. Guck mal, voll der Zufall. Alle vier Energieriesen müssen gleichzeitig Pipi machen. Und noch ein Zufall, gehen die Preise noch ein Stück hoch. Und was macht der Stromkunde? Der isst Schnittchen, pups in den Sessel und sagt, schlimm. Und nächste Woche, endlich, Deutsche machen ihren Strom selbst. Oder doch nicht. Tschüss, euer Klaus. Mehr Satire gibt's natürlich immer um 23 Uhr, donnerstags im NDR-Fernsehen, Extra 3. Und tschüss.